Immer am ersten Montag nach Michaeli, der ist am 29. September, wird im Salzkammergut der Lichtbradl-Montag gefeiert. Hier wird ja gefeiert, sozusagen der erste Tag, damals noch im Handwerk, wo wieder das künstliche Licht eingesetzt werden musste, wo die Kerzen angezündet worden sind. Da sind die Mitarbeiter belohnt worden mit einem Bradl dafür. Und ich glaube, das Tolle an diesem Tag ist, was auch früher schon gefeiert worden ist mit diesem Tag, es geht nur miteinander. Rücken wir zusammen, auch wenn es schwieriger wird. Damals, wenn es finster geworden ist, die Jahreszeit ist schwieriger geworden. Und trotzdem ist miteinander hart gearbeitet worden und gut gearbeitet worden. Der Lichtbradl-Montag ist schon ein Zeichen der Gemütlichkeit, der Geselligkeit, wo die Menschen aus verschiedensten Bereichen zusammenkommen, um eine schöne, eine angenehme Zeit zu verbringen. Und das tut uns gut. Gelebtes Brauchtum, Tradition, Kulinarik, Genuss ist etwas Schönes. Und ich freue mich jedes Mal wieder auf unseren Lichtbradl-Montag. Dieser Brauch aus Bad Ischl ist seit 2011 sogar immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Die WKO Gmunden hat ihren Lichtbradl-Montag etwas adaptiert. Ja, es ist uns vollkommen bewusst, dass es natürlich mehr aus dem Ischler Bereich kommt. Aber in der Wirtschaftskammer machen wir es jetzt schon seit mittlerweile 15 Jahren und es ist schon Tradition geworden bei uns im Haus. Gefeiert und geehrt wird seit Beginn die regionale Wirtschaft. Maßgeblich beteiligt an der Umsetzung war damals Robert Oberfrank. Ich freue mich, dass heute fast 300 Leute da sind und das alles mit uns gemeinsam feiern, zurückblicken auf erfolgreiche Jahre, auf das letzte Jahr. Und immer wieder entstehen Gespräche, um Neues zu entwickeln. Der Bezirksstellenleiter stand an diesem Lichtbradl-Montag im Mittelpunkt, denn nach über 43 Jahren in der WKO und 30 Jahren als Leiter hat er das Zepter offiziell an seine Nachfolgerin übergeben. Mir ist schon sehr wichtig, dass er mit dieser Tatkraft und mit diesem Elan weitergeht, den auch der Robert immer gehabt hat und haben wird. Mit voller Power für die Region, sie einsetzen für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, neue Ideen gewinnen, besonders auch im Fachkräftebereich, Bildungsbereich, aber auch in der ganzen Tourismusregion, alle diese Dinge nachhaltig voranzutreiben. Das ist mein Wunsch und mein Ziel. Beinahe hätten wir an diesem Lichtbradl-Montag das Wichtigste vergessen, das Bradl. Wie schmeckt's denn? Das Bradl ist einfach wunderbar, ist ein guter Schopf mit Stücke gerade, mit selber gemachten Knödel, man kennt das. Und natürlich so Eggenberger Bier dazu, das was ich mir jetzt gleich hole, ist das schon wunderbar. Und würdig den Tag und den Lichtbradl-Montag, ist ein wunderbarer Brauch und einer so einen netten Ambiente noch dazu. Nächstes Jahr wird es den Wirtschaftsempfang der WKO Gmunden am Lichtbradl-Montag garantiert wiedergeben. Den Brauch könnte man doch eigentlich auch auf ganz Oberösterreich ausweiten, oder? Das ist eigentlich eine super Idee. Also ich wäre dabei.